Do you come to Los Angeles often? Nein, das war das erste Mal. Ich bin gestern erst angereist, und um die Filme sozusagen vorzustellen, zumindest die ersten beiden Filme, Paradiesliebe und Paradiesglaube, und bin ganz frisch hier. No, this is the first time that I've come to LA. I arrived yesterday to introduce two of my films, the first two episodes of the Paradise Trilogy, Paradise Love and Paradise Faith. So are you not interested in Hollywood and all of that at all? Is it not, it seems like your interest in the dark side of humanity would bring you here sooner. Also ich glaube, man kann also so sagen, Hollywood ist nicht an mir interessiert. Also man müsste es anders sehen. Ja? Und meine Filme entstehen natürlich durch ganz andere Möglichkeiten und andere Verhältnisse. Und ich arbeite gern in Freiheit, sozusagen mit meinen Vorstellungen und mit meiner Arbeitsmethode. Und das ist in Hollywood sicher nicht möglich. I think it's the other way around. It's rather that Hollywood isn't interested in me. I think that I have a different perspective, different interests, and also a different working relationship. The way that I make films requires a certain requires freedom, and I don't think that I'm certain that wouldn't be possible here. Auf der anderen Seite sind meine Filme ja auch mitunter sehr lustig und haben viel Humor. Also das wäre vielleicht schon wieder ein Zugang für Hollywood-Filme. At the same time, my films are very funny and contain, even while looking at the, dealing with difficult themes, present a lot of humor. So perhaps that would be a way, an approach, an opening for Hollywood to see my films. So you could make the world's best Adam Sandler movie? Or maybe, like Paul Thomas Anderson, you could go to our silliest people and make art out of junk. Das habe ich nicht verstanden. Es gibt Filmemacher hier, die sich für sehr blöde Komödien spezialisieren. Ja. Na, dafür komme ich nicht in Frage. Also, der Humor bei mir ist ja ein schwarzer Humor, ja, und entsteht sehr oft aus den Situationen heraus und ist nicht geschrieben, nicht pointiert. Ja. Der hat in dem Sinn keine dramaturgischen Absichten, sondern er steht sozusagen immer wieder im Gegensatz zu dem auch schwer erträglichen meiner Filme oder für viele Zuschauer schwer erträglichen. Also es ist immer ein Versuch, zwischen Tragödie und Komödie hin und her zu wandern. Und mir ist es am liebsten, wenn ich es erreiche, dass Zuseher im Kino lachen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite vergeht ihnen das Lachen, wird ihnen kalt. I'm not sure that my kind of humor would appeal to Hollywood. It's black humor. At the same time, it's also not the sort of humor that's written. I don't write out punchlines. It's humor that doesn't have a dramaturgical raison d'être either. It's rather something that crops up, that happens spontaneously. And I'm also always interested in creating humor in scenes that for many spectators appear unbearable. I like oscillating between tragedy and comedy, and my favorite kind of humor is when people, spectators, begin to laugh and then the laughter stays stuck in their throat. So are you this way in life as well, outside of your work? Do you have this kind of arch perspective on the world as you go through just daily life? Hast du eine ähnliche Perspektive, also im Alltagsleben, kritische Perspektive? Ja, also sozusagen, meine Filme entstehen ja aus der Beobachtung des Lebens, von mir aus. Ja? Also meine Filme werfen ja einen Blick auf bestimmte Wahrheiten, die uns aber alle betreffen. Und daraus kommen meine Themen. Ja? Und insofern, und auch der Humor, wenn er entsteht, kommt natürlich auch von mir. Hätte ich ihn nicht, würde es nicht entstehen. Und das Schwere sozusagen oder das sogenannte Negative meiner Filme ist nichts anderes, als sich unangenehme Wahrheiten auszusetzen. Und für viele Zuschauer ist ja das sehr bereichernd, weil man einen anderen Blick plötzlich hat und was erkennt dadurch. Aber
für manche Zuschauer ist es zunächst schwierig, weil man sich selber nicht so gerne gewisse Wahrheiten stellt. Und dann lehnt man sozusagen es ab und dann wird mitunter auch sozusagen, sieht es nur negativ. Aber es ist nicht nur negativ, es ist sozusagen eher sozusagen die Wahrheit sich anzuschauen. Yes, my films are the product of my observations of daily life. It's the my vision, my way of looking at certain truths that aren't often present in cinema. It's really up to the spectators, however. The humor also derives from my experiences in daily life. It's true that some spectators see my films as negative, but I don't see them as solely negative. It's rather that I'm dealing with and looking at uncomfortable truths. Some spectators, many spectators, find it rewarding, find it enriching. To look at these things because they're elements, they're themes that are important in our lives, that touch all of us, but that aren't often present in cinema. At the same time, other people find it unbearable, find it uncomfortable to look at this because they prefer to look away, they prefer not to be confronted with certain truths. But I'm asking more, what are you like at a grocery store? What are you like at dinner? I think people see your films and they're very in these intense experiences, whether they love them or hate them. And I kind of wonder if anybody knows who you are in real life. Is there any sense of being, you kind of like go save it for the work, make the observations and then bring it all to the films? Are you living in an artistic mindset all the time? What is your real life like in that regard? Also bei mir gibt es eigentlich keine Trennung zwischen meinem Privatleben und meinem Berufsleben. Ja? Also ich muss ja wenn ich sozusagen ich recherchiere meine Filme ja sehr ausführlichst. Ja? Das heißt, ich tauche auch immer wieder in die Welt, in mir unbekannte Welten ein. Ich treffe Menschen und andere Milieus und komme ihnen nahe, was sonst nicht passieren würde. Und natürlich bin ich auch emotional integriert, also ich kann mich davon ja nicht absetzen. Ja. Also weil gerade meine Filme auch so die Basis haben in der Wirklichkeit, in der Realität, bin ich ja auch sozusagen den Menschen und auch den Schauspielern und den Darstellern immer sehr nahe. Und es beschäftigt mich genauso. Ja. Und es ist oft sehr schwierig. Also jeder Film, den man macht, ist auch hat auch Zeiten, wo man einfach sehr deprimiert auch. Man muss sich auseinandersetzen mit den Menschen. Das ist einfach nicht immer lustig. Ja. Es ist manchmal lustig, aber nicht immer lustig. Und ich lebe genauso. Ja. Also ich bin nicht... Ich bin nicht in einem Künstlermilieu verankert, sondern ich bin ein Einzelgänger. I don't make separate my private life from my public life. When I'm working on films, I research the films in detail and extensively. These lead me into unfamiliar territories, unfamiliar environments, leads me to meet new people and have experiences that otherwise are unfamiliar. And given my involvement in those projects, then I experience things emotionally that are often very challenging. My films are based in reality, and because of this, because of the fact that I'm confronted with it and that I'm experiencing myself, it's sometimes very difficult. There are times when I'm deeply affected by the realities that I'm confronted with. It may be depressing, it's not always enjoyable, but that's my life. I don't live in a bourgeois or artistic environment, but I'm close to, I'm much more of a loner. Und auch meine sozusagen gerade bei den Paradies-Filmen, bei den drei Filmen, ist es auch für mich ein Privileg gewesen, viele Dinge kennenzulernen, allein kennenzulernen, die Beach Boys kennenzulernen
oder bei Hoffnung auch mit Kindern sich auseinanderzusetzen, mit Jugendlichen auf Diätcamps. Also das sind alles Schauplätze der Wirklichkeit, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Und ich schreibe auch meine Drehbücher mit meiner Frau zusammen, also bin ich ja auch eng sozusagen gebunden. Und beim Dreh von Paradies Hoffnung waren auch meine Kinder dabei. Also es gibt sozusagen nicht so klare Trennungen zwischen Leben und Arbeit. At the same time, for me, with the three Paradise films, it was a privilege for me to experience them, to make the films, and to encounter these different parts of life that I wouldn't have known otherwise. The opportunity to go to a beach, to Kenya, to meet with the Beach Boys, share their lives with them. Similarly, in Hope, it was a privilege for me to be able to work with the children, to experience the diet camps. These are all context experience that otherwise would have remained unknown to me. I write my scripts together with my wife, and for instance, on Paradise Hope in Kenya, my children were present while I was making the film. So there's never a specific or a clear separation of private and professional life. So which is the chicken and which is the egg? Do you... which is the chicken and which is the egg? It's a, which came first, the chicken or the egg, is the U.S. expression, but do you... have an idea for something like Kenya and then dive into the situation and then write the script and then make a film? Or is it blurrier than that? How does it functionally work? Es ist anders. Also zunächst wird ein Drehbuch geschrieben, um den Film zu finanzieren und um den Film zu fassen. Und dann gehe ich auf Recherchereise. Also ich wusste, während ich das Drehbuch geschrieben habe, noch nicht, wo die Episode des Films, wo das spielen wird, zum Thema Sextourismus. Es gibt ja viele Schauplätze auf der Welt, wo man das drehen könnte. Und erst nach mehreren Reisen habe ich mich entschieden für Kenia. Ja. Und es ist aber so, dass das Drehbuch nur die Basis, die Grundlage ist, um diesen Film zu starten, ihn zu bearbeiten. Weil mit dem Prozess des Castings, mit dem Prozess der Besetzung, ergeben sich schon möglicherweise viele Veränderungen. Auch durch die Schauplatzsuche, die Festlegung auf Orten, ergeben sich oft andere Dinge, als man sie geschrieben hat. Zum einen und zum anderen, ich drehe chronologisch, soweit es irgendwie geht. Ich drehe auch mit Unterbrechungen, ich drehe nicht in einem Block. Und ich habe somit die Möglichkeit, den Film zu entwickeln, die Geschichten des Films zu entwickeln, gemeinsam mit den Schauspielern, mit meinem Team. Entschuldigung. You broke the translator. Und habe dadurch die Möglichkeit, Dinge neu zu definieren, neu zu denken, mit neuen Ideen zu arbeiten und andere zu verwerfen. Also das Filmemachen ist ein Prozess aufgrund von Ergebnissen, die man beim Dreh hat. The project is different. My first step is to sit down and write the script. I do that to obtain financing and really to have an idea of what the film's going to be about. It helps you prepare. But after that, then comes the research. And I go to the, in the case of Paradise Love, then I visited any number of regions that were where you find sex tourism. There are lots all around the world, and it was only after several trips that I decided that the film would take place in Kenya. The script is only the basis for the beginning, the starting point for the film. During the course of process of casting the film, then I make changes depending on who I'm working with, depending on what those people bring to the film. Similarly, when I'm location scouting, often the locations I choose will give rise to new ideas, will give be new inspiration, and lead me to make changes to the script, make changes to the project. Similarly, when I'm shooting, I try to shoot as far as possible, as chronologically, and not to shoot the entire film in a single block, but rather to incorporate interruptions. All of this allows the process to be much more organic.
I'm always working, thinking about the results that I've obtained so far and which is the most productive direction to take based on what we've done so far. That may mean, together with the cast and crew, developing new ideas, rejecting old ideas, discarding things that had originally been present in the script. So it's always a process of step-by-step process and an attempt to reevaluate and rethink what I'm working on. Did you finance all three of these together in this case? All three Paradise films? Or were they each a separate financing process? Ursprünglich war es ein Film. Ein Film mit drei Episoden. Schon wie meine vorangegangenen Filme wie Import-Export, da gab es zwei Episoden. Und bei Dog Days gab es 6 Episoden. Das war, so war das Drehbuch geschrieben, mit 3 Episoden über 3 Frauen, die parallel, jeder dieser 3 Frauen geht in die Ferien, geht auf Holidays und ist auf der Suche nach Erfüllung der unerfüllten Sehnsüchte. Das war das Drehbuch und so habe ich die 3 Geschichten auch gedreht und bin mit 90 Stunden im Schneideraum gelandet und habe zunächst wie geplant einen Film geschnitten aus diesem Material, der dann über 6 Stunden war. Und das wäre vielleicht auch noch gar nicht die Katastrophe, aber ich habe gefunden, dass das zu schwierig geworden wäre für einen Zuschauer, diese vielen, vielen intensiven Szenen, alle diese 3 Geschichten emotional zu verfolgen. Und so bin ich zu einer Lösung gekommen, um dieses Material am besten sozusagen filmisch zu verarbeiten, zu schneiden, waren 3 Filme letztendlich. Und so habe ich es dann gemacht. Also ich muss... Initially, I set out to make a single film that would comprise 3 different episodes, much like Import-Export comprised 3 episodes, and my previous fiction film, Dog Days, was made up of 6 episodes. It was going to be a single film with 3 separate female protagonists in it, each of whom would be the protagonist of a separate episode. Each of those protagonists would be a woman going on holiday, members of the same family going on holiday at the same time in the summer and looking to fulfill unfulfilled desires. So that was the script involving those 3 stories. But after having shot those 3 episodes, I found myself in the editing room with 90 hours of rushes. And when we put that together, the result was an assembly of a single film that was 6 hours long. I don't think that the duration of the film was catastrophic. It's possible to make a film that's 6 hours long. But the problem was that I found that dramaturgically and emotionally it didn't work. There were simply, in those 3 episodes, far too many scenes that were too draining for the spectator. It was impossible for the spectator to stay involved through the course of interweaving those elements. So I found that the best results, given the material I had, would be to make 3 separate films with them. So did you say to your funders, you're getting a 3-for-1 deal, you're getting 3 movies for the price of 1, or did you have to go back and ask for more post money because you were going to separate into 3 separate movies? Or? Also ich musste natürlich die Geldgeber überzeugen davon, dass die beste Lösung die 3 Filme sein werden, weil ich musste zusätzliches Geld lukrieren, um die Postproduktion durchzuführen. Es war klar, die Filme waren gedreht, aber es kostete natürlich dann mehr, die Filme auch alle 3 Filme herauszugeben. Aber das ist mir gelungen. Es war, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte, dass jemand mit einem Film beginnt und am Ende des Tages mit 3 Filmen herauskommt. Aber es ist mir geglückt.
Yes, I had to convince my investors that the three separate films were the best solution. It wasn't easy. I had finished shooting, but at that point then I needed additional funding for post-production, because to complete three films is much more expensive than to complete a single one. I think it's the first time in history that someone sets out to make a single film and comes back with three separate films, but I'm very glad to have pulled it off. Yeah, Quentin came back with two. Tarantino did two. So you didn't go wildly over budget in production, you just kind of ate your post-production money? Hmm? You kind of ate your post-production dollars while you were in production? Is that the... Das ist der Rennen, länger gedauert hat, oder hat wahrscheinlich... Nein, das war nicht der Grund. Also, meine Methode, Filme zu machen, heißt auch, dass der Prozess ein sehr langer ist und dass es mehrere Jahre dauert. Es beginnt einfach damit, es sehr genau zu recherchieren in der Wirklichkeit. Es beginnt auch damit, die Besetzung zu finden. Der Prozess des Castings dauert oft sehr lange, weil ich ja es mit Laien wie auch mit Schauspielern besetze, die auch kein Drehbuch bekommen. Und man muss in dieser Zeit herausfinden, wer wirklich sozusagen geeignet ist für die Besetzung einer Rolle. Die Schauspieler müssen improvisieren, die bekommen keinen Text und es gibt am Set auch kein Drehbuch. Und insofern ist das Zusammenfinden, ob man miteinander kann erstens und ob jemand richtig ist für die Rolle, eben ein längerer Prozess. Und auch die Dreharbeiten sind sozusagen, werden nicht in einem Block abgewickelt, sondern es gibt einen Drehzeitraum, es gibt Unterbrechungen. Und im Schneideraum ist es auch sehr oft so, dass man an einem Film 1,5 Jahre schneidet. Und deswegen dauert es so lange. Und das hat in dem Fall von der Trilogie, das Geld aufzutreiben, das war jetzt keine zusätzliche Zeit. In the way that I make films, then it's very time-consuming. It begins with the fact that I do extensive research, very detailed research in reality. After that, then the casting process takes a lot of time, because I'm always interested in working with professional and non-professional actors. I have to work with them to discover if they're right for the part, if they're interested in working with me. We have to people I work with have to be able to improvise, and very few professional actors, or at least are capable of that. So it's a question, the casting period is a period when we're getting to know each other and establishing trust and seeing if we're interested and capable of working together. You must keep in mind that when I arrive on set, there is no script on set, and the actors never receive either a script or even lines for their film. The shooting process itself takes a lot of time, and again, I build interruptions into it. I don't shoot the film all in one go. And once I find myself in the editing room, often editing takes 6 months or even a year. So given all those factors, then producing a film, completing a film is a very long process. So each of the steps is equally or close to equally significant in terms of what comes out in the end. Some people find the movie in post, some people find it on the set, some people find it in research. Each one of them is a separate... Ich weiß nie, was für ein Film herauskommt. Also ich kann das nicht sagen. Ich drehe viele Szenen während der Drehzeit, speziell auch der Plus, wo ich nicht weiß, ob diese Szene in dem Film überhaupt sein wird und an welcher Position eine Szene sein wird. Also ich sozusagen entwickle Ideen immer als nächsten Schritt, und erst im Schneideraum wird der Film neu geschrieben. Also mit dem Material, das Sie gedreht haben, damit wird der Film gemacht. Und es ist nicht irrelevant, was im Drehbuch einmal gestanden ist oder was sie einmal gewollt haben, sondern das Material ist dazu ausschlaggebend. Das gefilmte Material, mit dem muss man den Film machen. I never know what the end result is going to be. I shoot my films step by step.
I shoot a lot of scenes, and especially the tableau scenes, the fixed shots, never knowing if they're going to make it into the final cut or what their position will be in the final cut. I'm constantly developing ideas and reevaluating the project as I go along shooting and during the script writing process. Once I end up in the editing room, then that's the time for me to rewrite the film, to rewrite it not based on my original intentions. I like to throw aside away my original intentions and see what the material is and what the best use I can make of that. The script at that point isn't determinate, but rather the material that I've come up with. But not the the attitude is not, I'll find it in post, it sounds like. It sounds like each step is equally intense. Jeder Teil der Produktion ist genauso wichtig. Jeder Teil der Produktion, der Vorbereitung ist genauso wichtig. Ja, ja, natürlich. Also das ist, wenn die Vorbereitung schlecht ist, würde es heißen, man hat keine guten Motive ausgesucht oder man hat den Film schlecht besetzt und dann kann man sozusagen auch nichts mehr retten daran. Also das ist dann zu spät, ja, wenn Sie einen Film nicht richtig besetzen. Yes, you're absolutely right. The preparation is essential. You have to find the right locations for it, and also find the right cast. If you haven't made the right decisions at that point, there's no way you can save the film. Und ich lasse mich ja auch von Schauplätzen inspirieren. Also Schauplätze, die ich finde für einen Film, ergeben sehr oft dann Szenen, die vorher nicht gedacht und nicht geschrieben waren. Also auch das ist für mich sozusagen etwas ganz Wichtiges, aus der Wirklichkeit heraus etwas zu finden und Ideen dafür zu haben, die dann in den Filmen einfließen oder in den Film einfließen. Insofern ist die Vorbereitungszeit für mich etwas ganz höchst Interessantes und deswegen dauert es auch so lange. I'm always inspired by my locations, and they often lead me to come up with scenes with ideas that I hadn't written, that I hadn't conceived of before. The locations that I'm shooting in, the reality that I'm drawing on, nourishes the film, nourishes the project, and takes it in new directions. That's why the pre-production, the preparation for the film, is so invaluable. So can you tell us more about the intentional breaks? Is that, how long are they? How long do you take when you lay in these pauses in your production? Is there something specific you do in that period of time? Also ich finde sozusagen Unterbrechungen macht man dann, wenn man die Zeit braucht, um die nächsten Szenen vorzubereiten, zum Beispiel. Ja. Oder wenn man einmal das, was man bis dato gedreht hat, überprüfen möchte. Oder wenn man den Schauplatz noch nicht gefunden hat, den man finden möchte. Also immer sozusagen im Sinne des Films. Also Unterbrechungen sind nicht aus Lust und Laune, sondern im Sinn des richtigen nächsten Schrittes zu tun. Und das ist ein immenser Vorteil, weil sie dadurch sich immer korrigieren können. Ja? Also wenn sie einen Film in einem Block drehen und quasi jeden Drehtag eine bestimmte Anzahl an Drehbuchseiten umsetzen müssen und wenn sie dann merken, da läuft etwas nicht richtig, das ist falsch, können sie nichts mehr machen, können sie nicht mehr korrigieren. Also sie müssen den nächsten Tag machen, den nächsten Drehtag und dann ist es fertig. The interruptions are, I interrupt the shooting when I need time either to prepare the next scenes or perhaps to find locations that I haven't found yet or to reflect on the material that I've shot so far. These aren't simply whims, but they're moments that allow me to think about what the best next step is, given what I've obtained so far. It's a huge advantage because you can always make corrections, you can always reevaluate, make adjustments. If I think that if you're
locked into your script, if you have to shoot a certain number of pages every day, then that's a problem, because if what you've written doesn't work out, then you can't change it. You have to go on and shoot your next scene. So you're talking about 2 weeks? So you're talking about a week, a couple of days? What's the? Kann alles sein. Also es kann sein, dass man 2 Tage unterbricht oder 2 Wochen unterbricht. Das kommt darauf an, was die nächste Aufgabe ist oder wie lange man für etwas braucht. Und es kommt noch ein Aspekt dazu. Es ist ja schwierig für Kameraleute oder für andere Departments, so eine lange Zeit sozusagen für einen Film zur Verfügung zu stehen. Und das heißt, Kameraleute oder auch Tonleute müssen, währenddessen sie an meinen Filmen arbeiten, auch oft andere, sozusagen andere Arbeiten annehmen. Also es kann sich auch daraus auch ergeben, dass man unterbricht, um wieder sozusagen darauf zu warten, dass man mit dem Kameramann weiterarbeiten kann. It really depends. It can be 2 days or it can be 2 weeks. It depends on the task that you're facing, what you need to prepare. But there's also another aspect, and that is when the project just takes so much time as mine, then it's very difficult to demand that the people in the camera department or people in the sound department be available for an extensive period. So sometimes for the camera people may have to go and work on another project in the meantime, and for that reason I'll have to wait for them. Oder bei dem Film Import-Export ist passiert, dass wir zu spät, also der Film spielt im Winter und spielt in der Ukraine zu einem Teil im Winter, und es musste natürlich im Winter gedreht werden, und wir konnten aus Finanzierungsgründen nicht früh genug anfangen, und so wurde sozusagen die Winterzeit zu kurz, um den Film fertig zu drehen. Und insofern musste ich dann ein halbes Jahr warten, um im darauffolgenden Winter fortzusetzen. There can also be other reasons. For example, for working on import-export, the film takes place in the Ukraine, and some of it is shot during the winter. Unfortunately, our financing only came through too late, so that we couldn't obtain all the winter scenes that we needed. We had to interrupt and complete shooting 6 months later. So the interruptions are, you've made them part of the aesthetic. Is that the general, is that the sense I'm getting? Is that what you're saying ultimately? That there are interruptions of all kinds, some of them artistic, some of them business, some of them crew members, but you've now figured out how to make that part of your work? Dir gelingt, also das ist ein Teil jetzt deines Arbeitsprozess geworden. Du hast das eingebaut. Ja. Yeah. Was there a time? Is there a specific time or a moment in your career when you kind of figured all of this out, and it became your aesthetic, in terms of how you work, became normalized a little bit? Or also, ich habe mit meinem ersten Kinofilm, der ein Dokumentarfilm war, ein sogenannter Dokumentarfilm, und der mit seinem kleinen Budget gemacht worden ist, Good News hat der Film geheißen, habe ich mir meine Methode, Filme zu machen, schon begonnen, es zu entwickeln. Und mit dem nächsten Kinofilm habe ich es fortgesetzt. Und nachdem diese Methode letztendlich zu erfolgreichen Filmen geführt hat, war man auch immer bereit, mit dem nächsten Film auch zu finanzieren. Und wenn ich dann bei Dog Days ein Drehbuch geschrieben habe, aber ohne Dialoge geschrieben habe, und das sozusagen ist mir prophezeit worden, das wird nicht gehen, man wird das nicht finanzieren können. Und das ist aber gegangen, weil ich aufgrund meines Arbeitsprozesses, den ich entwickelt habe, die Filme immer zu einem Erfolg geführt habe. Und ich glaube, ich bin weit und breit sozusagen der Einzige, auf jeden Fall in Österreich, der diese auch Freiheiten dieser Arbeitsmethode nutzen kann. When I made my first theatrical feature, a so-called documentary, I was working with a very small budget. The film was Good News, and even then I began to develop my way of working. With my next theatrical feature, I developed it further, and all of those approaches have led to very successful films.
And because the films have been successful, and it's been possible for me to obtain financing for my next films. When I was writing Dog Days, the result was a script that didn't include any dialogue, and people told me it wouldn't work, wouldn't be able to shoot like that, I wouldn't get financing. But again, because of my previous successes, financing was possible, and things did work out. However, I think that I'm probably the only one of the few directors, certainly the only director in Austria, who has that much freedom. Hmm. So, in this film in particular, Paradise Love, is it fair to say that you drown the audience with the physicality of it until they can't hold their breath anymore and they have to kind of give in to your characters and your story and the emotion behind it? Also ich weiß nicht, ob sich das groß unterscheidet von anderen Filmen, die ich vorher gemacht habe. Es ist sozusagen... Also Körperlichkeit ist ja auch ein Thema, das immer wieder auch vorkommt und speziell bei dem Paradies Liebe ist das Thema Körperlichkeit sehr im Vordergrund. Aber ich, alle meine Filme haben einen physischen Charakter. Ja. Und damit muss man als Zuschauer, ist man viel näher dabei, man ist anders dabei. Es ist sozusagen, man erkennt sich selber wieder, wenn man das zulässt. Also, weil ich mit den Filmen hinter diese geschönte Oberfläche auch schaue und wir Menschen schauen eben anders aus, als unsere medialen Bilder uns ununterbrochen vorgeben. I don't know that, I don't think that this film is that different from my previous films, but it's true that the relationship to our bodies, the body image, is very present. It's been present in all of my films and plays a very important role in the first part of the trilogy, in Paradise Love. The physical characteristic of the films has always been present, and it's something that I think audiences recognize, that audiences experience this very intense relationship to reality. At least they do if they're willing to go along, if they're willing to open themselves up to the experience. I'm interested in looking below, underneath the beautified surface that is imposed, with which we're bombarded constantly in mainstream media. Also mich interessiert auch nicht das Psychologische an den Geschichten. Und ich glaube, ich erzähle Geschichten und ich erzähle Situationen über Menschen, die auch nicht gewertet werden. Also es gibt jetzt nicht das Gute und das Böse, sondern es gibt einfach Szenen über Menschen, die versuchen, das Paradies eben zu finden zum Beispiel oder aus ihrer Einsamkeit herauszukommen. Ja? Und letztendlich sind die Filme immer auch ein Spiegel unserer Welt. Immer auch ein Sittengemälde der westlichen Welt und auch beschreiben sozusagen auch globale Zustände. Also gerade bei Paradies Liebe geht es ja auch darum zu zeigen, dass auch Frauen rassistisch sein können oder zu zeigen, dass Europa und Afrika miteinander zu tun haben in einer Art sozusagen. Und das sind wir wieder bei Massentourismus. Also all das sind auch zum Teil Tabus und zum Teil auch für Zuschauer schwer erträglich, weil sie sich darin selber erkennen müssten und weil sie sich auch die Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie hier sehen. I'm less interested in the psychological underpinnings of my drama. Films present, I'm talking about people, I'm talking about stories, I'm not passing judgment on them, not presenting them in the categories of good or evil. The protagonists of my films are looking for a paradise, they're looking to escape their isolation, the isolation that affects so many of us in our societies. I'm holding up a mirror to society, I'm presenting a portrait of our
the moral and ethical world that we live in. That's uncomfortable for many spectators in Paradise Love, for example. I show that women can be are capable of racism just as much as men, and I show as well how Europe and Africa are interlinked. The theme of mass tourism is so interesting because it shows this global reality, shows the relationship between the Western world and the rest of the world. I think this is maybe uncomfortable for the spectator because I force them to recognize their implication, recognize their involvement and responsibility for what I'm depicting. But you want to make it uncomfortable for the spectator because you know what they think, yes? Ja, also ich möchte in jedem Fall den Zuschauer berühren. Ja, das ist sehr oft Verstörung, aber die Verstörung findet auch nur im ersten Moment statt. Also die Filme haben ja Nachhaltigkeit, sie bleiben einem und sie arbeiten in einem auch und dadurch wird man sich damit auseinandersetzen und man wird möglicherweise zu einem anderen Bewusstsein kommen, weil man eben verstört ist. Ja. Und das gilt es schon zu erreichen. Yes, I'm interested in confronting with the spectator with different realities, ones they're not aware of or unfamiliar with, and that may be uncomfortable for them. I think it's uncomfortable only at first. The themes that I'm dealing with, the images I show, the stories I tell, resonate, haunt us. They go on working with us. Things that we return to, think about over a period of time, and I think that helps us, though. It allows us to develop and helps us create a different awareness, a richer awareness. Also es ist natürlich viel leichter für den Zuschauer, wenn er alles mitgeliefert bekommt. Eine Geschichte, Gründe, warum Menschen so oder so handeln, wer ist schuld an etwas und wer ist nicht schuld. Und da braucht man sich sozusagen, da kann man sich angenehm zurücklehnen in einem Sessel und man bekommt etwas erzählt, das mit einem selber möglicherweise auch nichts zu tun hat. Also das ist ja viel leichter als meine Filme für einen Zuschauer, wo man sich dem auch aussetzen muss in das, was man hier sieht und auch einbezogen wird. Die Filme schlagen auch auf den Zuschauer zurück. It's much easier for spectators to go to films that are merely entertaining, to be able to sit back and watch stories where everything's laid out, where everything's clearly identified, what the problem is, the roots of the problem, who's responsible for it and who's innocent. You can sit back in your seat and enjoy it and feel totally uninvolved, totally guilt-free. My films aren't as easy on their viewers. You have to open yourselves up to them, you have to acknowledge your involvement, be willing to take part. My films hit back at the audience. So it's interesting that Cannes, I was there last year when your film premiered, and the response was a little all over the place. There were people who loved it, but there were a lot of people who were kind of put off. And now we are just about a year later, a little bit less than a year later, and there's, at least certainly in the United States, as it's been coming in the process of coming out here, the critical response has become much more warm. Much more loving. Is that, do you think, because we just finally got used to it or kind of came to accept what the film is? Or is also möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass man inzwischen alle drei Filme gesehen hat, dass man inzwischen die Trilogie gesehen hat und dass man dadurch es anders bewertet als im ersten Moment. Oder es hat auch damit zu tun, wie ich glaube, dass eben die Filme nachhaltig sind, dass man als Kritiker, wenn man im ersten Moment reagiert, vielleicht manches ablehnt und sozusagen mir auch vorhält oder vorwirft, und aber später dann zu einer anderen Erkenntnis kommt. Also das ist etwas, was mir auch Kritiker mehrmals schon gesagt haben, dass man ein paar Tage später vielleicht anders über den Film denkt als im ersten Moment. Perhaps it's because in the meantime people have had the opportunity of seeing all three films in the trilogy, and that they've seen this first episode in a different context. Then I think that they've been able to evaluate the films differently. But I think also it's because of the fact that the films, as I mentioned, the films resonate, they haunt us. We are constantly grappling with the themes that, the stories that I tell, and our immediate reaction perhaps
is changed over time. Critics have repeatedly told me that with time they've reevaluated my work and come to see them very differently. So if people are wrestling with it, you're happy? Letztendlich ja. Also, ich glaube, die Filme hätten auch keinen Erfolg, wenn sie nicht das Publikum bereichern würden und letztendlich ihnen was geben würden. Ja. Und weil sozusagen niemand möchte, nur sozusagen niemand möchte etwas mit einem Thema ausgesetzt sein, wo er dann unbefriedigt ist. Also letztendlich geht es schon darum, dass man etwas erfährt, das einen befriedigt. Ob man damit glücklich ist oder nicht, ist eine andere Frage. Yes, absolutely. I think that the films wouldn't have been so successful as they are if the audience didn't feel enriched, rewarded by what they'd seen. No one wants to be confronted with a story, and a difficult story, and feel unsatisfied with it. Has led to my film success is the fact that while they confront people and the situation may be uncomfortable, the end result has been rewarding. So can you ever imagine making a movie with a happy ending? With a more conventional... Ich glaube nicht, weil es geht nicht darum, den Zuschauer zu beruhigen mit einem happy end, sondern es geht eher darum, dem Zuschauer die sozusagen die Aufgabe zu geben, mit einem offenen Ende weiterzudenken in einem Film. I don't think so. I don't. Can't imagine providing this audience with a happy ending, with all the threads are wrapped up and resolved. I think that my task is presenting them with an open ending that continues to involve them. But it sounds like it might be fun for you to try it. Make them suffer along the way, and then really shock them by having a happy ending. Du hast immer gesagt, aber dass es doch Hoffnung im Film gibt. Ja, ja, also was ich sage, aber ein Happy End heißt nicht Hoffnung, ja? Das heißt Lüge. Also Hoffnung heißt, wenn man, für mich heißt Hoffnung, wenn man Erkenntnisse gewinnt, dann kann man wieder den nächsten Schritt tun im Leben. Man macht Erfahrungen, aber Happy End ist eine Beruhigung. Lüge ist. To me, a happy end isn't hope, it's a lie. To me, the real happy end is a film that gives us increased awareness of our reality, the world that we live in, our relationships that make us, help us deal better with our lives. Happy end is a false comfort. But did you let your kids believe in Santa Claus? Did you let your kids believe in Santa Claus for a while? Did they get a happy end? Habt ihr eure Kinder von St. Nikolaus erzählt? So ja, natürlich. Aber das sind Kinder. Also die Kinder, für Kinderwelt ist eine andere Welt, nicht? Und natürlich würde ich sozusagen keine Hoffnung haben. Also es ist sehr schwer, wenn man sich die Menschheit anschaut, was so passiert tagtäglich, und dann ist es schwer, Hoffnung zu haben. Ja? Aber ich mache auch deswegen meine Arbeit, um Hoffnung zu geben, letztendlich, um Veränderungen herbeizuführen. Wenn ich nicht daran glauben würde, hätte mein Filmemachen auch keinen Sinn. Yeah, of course, but the children's world is very different. Let me just say that I didn't believe in hope, then I wouldn't be making my films. The reason that I'm presenting, looking, I think it's when you look at what goes on every day in our lives around us, then it's difficult to have hope. But nonetheless, I conceive my job is to make people aware of that and help them to contribute to change. You just want us to be adults? Du willst, dass wir Erwachsene sind? Ja, ja, also, was ist die Frage? What's your question?
No question, really. It just seems like that's you make movies for adults. You're saying, yeah, ich buck up and deal with reality. Ja, und ich mache vor allem Filme für ein Publikum, das auch Verantwortung hat. Ja. Also ich finde, das Publikum wird auch unterschätzt. Ja. Man sehr oft, gerade auch, also sehr oft sozusagen, ich finde, meine Zuschauer tragen Verantwortung und jeder Zuschauer sieht ja möglicherweise einen anderen Film, obwohl er denselben Film sieht, weil es immer mit einem selber auch zu tun hat. Es hat mit einem selber zu tun, was man sehen möchte, was man verdrängt, was man nicht sehen möchte. Und das finde ich aber spannend. Und man ist erwachsen dazu, wenn Sie so wollen. Yes, my films are for responsible audiences. I think that often, especially in with conventional mainstream films, we underestimate the audience. My spectators, I want my spectators to be participants, to acknowledge what I'm showing on screen. Each spectator sees a different film, even though they're in the same cinema. They see different films based on who they are, who they bring to the process, their themes that they feel or scenes that they have to repress or reject. I'm asking my audiences to be adult.